Dungeon Master 2 ist endlich fertig. Nur 5 Jahre haben sich die FTL-Programmierer Zeit gelassen, bis die Fortsetzung Legion of Skullkeep endlich fertig war. Wie man sieht, hat sich an dem ursprünglichen Spiel kaum etwas verändert. Man läuft in bester Eye of the Beholder-Manier durch die Gegend, kämpft mit Monstern und sammelt Gegenstände ein, die man im Verlaufe des Spiels benötigt. Eine der Neuerungen des Spiels sind die Läden, in denen die Kämpfer Waffen, Rüstungsteile und Nahrungsmittel kaufen und verkaufen können. Als Zahlungsmittel stehen Kupfer, Silber und Goldmünzen sowie verschiedenfarbige Edelsteine zur Verfügung. Leider nagt genau an diesem Spielelement der Zahn der Zeit, denn jede einzelne Münze muss vom Portemonnaie des Kämpfers auf den Holztisch gelegt werden. Bei umfangreichen Transaktionen artet das schnell zu wüsten Klickorgien aus. Wie gehabt gibt es natürlich auch Monster. Allerdings ist es nicht immer sinnvoll, sich mit diesen auch anzulegen. Die Wölfe heulen zum Beispiel nach Hilfe und schnell haben die unbedachten Recken das ganze Rudel am Hals. Puzzles gibt es bei Dungeon Master reichlich. Hier müssen zum Beispiel die Rockies befreit werden. Durch Druck auf einen Schalter erscheint ein Teleporter, durch den die Rockies in einen anderen Raum gelangen. Dort werfen sie bereitwillig Lavasteine in ein Feuerloch, das einen 2 Stockwerke höher befindlichen Kessel aufheizt. Negativ ist mir der knackige Schwierigkeitsgrad aufgefallen. Im Spiel bekommt man so gut wie keine Hilfe. Außerdem kann ich es überhaupt nicht ausstehen, wenn gerade besiegte Monster Sekunden später wieder vor meiner Truppe auftauchen. Das sichert zwar die Nahrungsversorgung, nervt in einigen Situationen aber gewaltig. Das Spiel bringt aber trotzdem Spaß. Dungeon Master Fans sollten sofort zugreifen. Alle anderen sollten sich auf einen profimäßigen Schwierigkeitsgrad einstellen.